last dive. We're near the coastal area where Andrea and her mother were last spotted. Suit checked and rechecked. Can't risk any exposure in case the bloom hasn't completely resolved. Hard to swim after absorbing neurotoxin. Seriously. Diving now. I'm in. Rai, are you sure you want to do this dive? I'm okay. And you're sure you want to record in our streaming format? Yes. Ready? Recording now. Tonight we're recording from the open ocean in the Western Pacific. For those of you who are returning, we're trying to get an updated status on the mother and baby sperm whale that we've been following on our stream. We're recording tonight's stream because we have reports that the mother whale is distressed, and we don't want to surprise viewers if these reports are true. After discovering a whale fall in our research zone, we suspected that the whales may have been exposed to a toxin or pathogen, and are currently investigating. Samples from several females in the pod tested positive for a toxin that we believe resulted from exposure to a harmful algal bloom near the coastal area just outside our research zone. As I approach the whales, I'm going to turn off my mic, but keep on my video feed. No. Nein! Ach, das Spiel ist so kacke, ey. Ich hasse das. Ich hasse sowas. Warum müssen die das denn machen jetzt? Jetzt stirbt der Mutterwal, ey. Könn mich mal. Sowas hasse ich, ey. Das ist ja furchtbar. However, we expect that the mother whale was exposed to a higher level and was also more vulnerable because of her pregnancy. Those orcas sure look like they're threatening the baby whale. Jetzt kommen die Orcas. Ich habe von Anfang an gesagt, dass Orcas die Arschlöcher der Tiefsee sind. Bzz, bzz, kusch, kusch. Weg mit euch. Oh, ich finde das wirklich so unangenehm und kacke und... Oh, das finde ich echt nicht gut. Nein, das finde ich nicht gut. Stay close to your aunties. They know the way. Ich will sowas nicht. Ich will nicht so Tragisches ziehen. In meinen Spielen. As far as we know, those were the only two whales affected by the bloom. With all of Andrea's technology genius, he still hasn't invented a way to be in two places at the same time. Before my flight home landed, Irina and Andre had already confirmed the location of the harmful bloom. Wegen den Giftstoffen von der harmful bloom. Ren moved in with me to save money while she finished school, which was great. Mostly. It was Ren's idea to keep the live stream going remotely using one of Andre's drones. But it was my fabulous idea to have Ren join the stream to choose the questions from the audience. She is definitely a hit. 2 years later. I can't lie. It's great to be diving again. While I was away, the baby became an auntie.
think she likes it. She still buzzes me when I play my coda sounds, so that is still a mystery. But I swear, we understand each other completely. Okay, ich glaube, wir haben es durchgespielt. Beyond Blue. Ja, was soll ich dazu sagen? So als kleines Fazit. Wie schon gesagt, nicht das Tauchspiel, das ich gesucht habe. Nicht das Tauchspiel, das ich wollte. Aber meine Erwartungshaltung war auch wirklich die ganz falsche. Ich finde schön, dass das Spiel versucht, so ein bisschen Infotainment zu machen. So Informationen in eine Narrative und in Gameplay eingebunden zu erzählen. Ich weiß nicht, ob das immer an allen Punkten super elegant gemacht ist, aber es ist auf jeden Fall gemacht. Und ganz gut auch. Ja, wie gesagt, wie ich schon während des Spielens öfter gesagt habe, ist halt sehr stark ein narratives Erlebnis, das Figuren und persönliche Beziehungen aufbauen will und gleichzeitig noch ein bisschen Informationen vermitteln will, aber jetzt eben kein Tauchspiel, kein Tauchsimulator, so wie ich es gehofft hätte, weil es ja auch ein sehr schönes Spiel ist, hätte ich es umso mehr gehofft, dass ich einfach mehr ein bisschen frei erkunde, verschiedene Biotope erkunden, erforschen kann und die Lebewesen, die sich darin so tummeln. Und das ist es halt leider nicht. Aber ja. Und irgendwie fehlt mir in der Narrative, wenn es schon ein narratives Spiel ist, so ein bisschen der Abschluss und der Bogen, weil wie jetzt? Stürmen wir jetzt nicht diese illegalen Grabungspiraten und erschießen alle? Und erwecken wir nicht durch unsere magischen Tränen die toten Wale wieder zum Leben? Oder? Da fehlt was irgendwie. Naja. Ich dachte, wir erschießen jetzt die illegalen Grabungskerle bei einer Aktion und durch deren Blut werden die und unsere Tränen werden die Ozeane wieder gereinigt. Sowas in der Art hätte ich jetzt noch gehofft. Das wäre gut gewesen. Irgendwann kommt schon nach das Tauchspiel, das ich suche. Irgendwann erscheint wieder mein Tauchspiel. Und dann freue ich mich. So ein bisschen eine Kombination aus dem hier und dem, was wir beim letzten Mal gespielt haben, an dessen Namen ich mich wirklich nicht mehr erinnern kann. Aber so gut war es auch nicht. Deep Dive? Ich glaube Deep Dive Simulator oder sowas. So ein bisschen eine Kombination aus den beiden. Das käme nah an das, was ich will. Kommt immer darauf an, welche Teile man kombiniert. Man könnte auch die Teile kombinieren, die mir gerade nicht gefallen und das schrecklichste Tauchspiel aller Zeiten für mich machen. Das ist auch möglich. Ich hätte gern die Parts, die mir gefallen haben, kombiniert. Nur um das klarzustellen. Also abwechslungsreiche Umgebungen, die man frei erkunden kann mit den natürlichen Lebensformen, den natürlichen ganzen, sowohl Pflanzen- als auch Tierwelten, die man dann quasi einfach erkunden, entdecken, erforschen kann und vielleicht so ein paar kleine Rätsel, ein paar kleine Progressionsmechaniken und dann bin ich glücklich. Ja, das war's dann mit Deep Dive. Warte mal, wir haben noch zwei Dokumentationsfetzen, ne? Die schauen wir uns jetzt schon noch an. Zwei müssten jetzt noch da sein. Ja, genau. Und zwar zu groß, um kaputt zu gehen. Too big to fail. Genau. We're burdened from a time when we thought the ocean was too big to fail. You can't take anything for granted, even though the ocean is so big, it is sensitive.
The oceans are the kidneys of the earth. They recycle material and filter it out. Most people don't know that. They're not aware. They see the ocean as a sewer that they can dump anything into, and it's out of sight, out of mind. Nothing is out of sight, out of mind on this planet. Everything is connected. We are absolutely in this mix of biogeochemistry, and our role so far has been consumptive and destructive. If we are to continue to have a planet that works, we have to heal the harm we've caused. What's the worst case scenario if we deny that the climate is changing, but actually it is, and we do nothing? Then billions of people's lives will be directly affected just by sea level rise alone, let alone the other effects of climate change. So it's not about who's right, it's about the consequences of being wrong in the decision that we make right now. Educating everybody, from school children, fishermen, tourists, if we can manage to do that, we have a very good future and we can gain a lot from the ocean. If we could establish the foundation for interspecies communication, we can make first contact. And that's where I hope the future goes. Because what we really want is curious, conscientious, and a self-correcting population. You changing can affect all the people around you to walk instead of drive, to buy a hybrid, to ride a bicycle, to not use single-use plastic. Imagine if everybody did that. The effect would be tremendous. We do have the power of choice about what we eat, what we wear, how we travel. All the things that we do in an everyday way, times 7 billion, will make all the difference in the world. We must protect the ocean, as if our lives depend on it, because they do. Ja, endet auf einer positiven Botschaft, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich weiß nicht, ob das ausreicht. Ich glaube nicht, dass es reicht, wenn jeder Einzelne tut, was er kann. Es braucht große globale politische Entscheidungen und Regulierungen. Anders wird das nichts, verdammt nochmal. Da können wir noch so umweltbewusst leben und noch so viel Elektroautos kaufen und noch so viel, ne? Das wird nicht reichen, wenn nicht im großen Maßstab eben essentielle, große und auch schwerwiegende Entscheidungen getroffen werden. Das ist zu romantisiert zu glauben, dass von heute auf morgen plötzlich alle Menschen nur noch in recycelbaren, wunderschönen Traumwohnungen leben, in denen alles ganz umweltbewusst zugeht oder so. Wenn jeder tut, was er kann, schon, aber jeder tut, was er will. Ja, genau, das ist ja eben das Problem. Also eben, diese Vorstellung, die hier vermittelt wird von wegen, ach komm, jeder macht jetzt, was er kann und dann wird das schon, finde ich auch keine gute Herangehensweise. Natürlich sollte jeder machen, was er kann. Das ist auch gut und wichtig und richtig, aber vor allem müssen wir wählen, wen wir können und nicht irgendwelche Trottel an der Macht sitzen lassen, die irgendwie glauben, dass sich das schon irgendwie in 20, 30 Jahren, wenn es nicht mehr ihr Problem ist, von allein regelt. Ah, sind mir gerade ganz viele Worte, sind mir gerade ganz viele Worte durch den Kopf gegangen, die ich jetzt alle im Stream nicht laut aussprechen will. Ich wollte gerade irgendwie noch sowas dranhängen wie die Punkt, Punkt, Punkt. Aber das lassen wir mal und schauen uns lieber noch Lerne Ocean X kennen. That's an idea. Hatch secure, life support running, and we are ready for the water. Holy shit, he's here, he's here. Look at the length of that thing. He is wider than the sun. The sun is long. No one has dived to 1,000 meters in Antarctica. My depth, 1,000 meters on bottom, over. As a scientist, I can tell you, we discover something new every time we go out. That's been my drive, to discover things, to uncover mysteries that we can then solve. We're on a new frontier of ocean exploration that will bring out the explorer in all of us. We're partnering with the Ocean X Initiative to build a mind-blowing platform for exploration. A research vessel that's a one-of-a-kind ocean conservation and media platform
to explore the world's oceans in ways that were never before possible, to create one big wave for the oceans. I think it's really exciting. There's still a massive part of this planet we know nothing about. We need to make people understand what we do in the next 10 years is going to determine what the ocean looks like in 200 years' time. Audiences glued to Blue Planet 2 have been starkly reminded of the problems of plastics pollution. 50 years ago, Jacques Cousteau and the Calypso managed to capture our imagination. Somehow we lost that moment. We have to get back that personal connection to the sea. The greatest era of exploration is still ahead of us. Exploring the ocean can help provide a piece to the big puzzle. Guckt. Gleich. Nach dem Video erzähle ich es euch. So, das liegt vielleicht auch gar nicht im Budget von diesem Entwicklungsstudio und so weiter. Aber wenn ich so eine Botschaft rüberbringen will, mit diesem Setup und diesem, ne, würde ich das vielleicht eher so aufziehen, wie dieser Trailer das gerade gezeigt hat. Ich fange an als kleines Forschungs- oder Umweltschutzteam und die haben ja sogar diese Idee mit diesen Livestreams drin. Das ist ja super. Und dann erkunde ich kleine, leicht zugängliche Gebiete mit den technischen Möglichkeiten, die ich am Anfang habe. Sauerstoffflasche und eine Kamera und das war's oder sowas, ne? Und dann mache ich meine ersten Aufzeichnungen, meine ersten Livestreams und gewinne quasi mehr Zuschauer, mehr Support, mehr Gelder und kann dann upgraden, kann dann irgendwie in bessere Technologien mein Geld stecken, damit ich neue Gebiete erkunden kann, gleichzeitig aber vielleicht auch neue Technologien, die eben, weiß ich nicht, den Meeresboden reinigen, sauber halten, ne? Irgendwie sowas. So kann man quasi dann auch Wissen vermitteln, aber hat trotzdem eine interessante Progressionsmechanik. Und dann am Schluss hat man eben seinen riesen Ocean X Super Elite Schiff mit Hubschrauber und U-Booten und Laserkanonen, mit denen man Robbenfänger irgendwie den Kopf explodieren lassen kann. Das könnte man alles Schritt für Schritt nach und nach upgraden. Man hätte ein super cooles, exploratives Spiel mit ganz coolen Progressionsmechaniken. Man hätte super coole Ziele vor Augen. Man hätte ein total cooles Unterwasser-Erkundungsspiel mit Botschaft, mit lehrreichen Inhalten. Alles in einem wunderschönen Paket. Das wäre für mich so die Idealvorstellung, wie man sowas aufzieht. Hier ist alles, ne, die Videosequenzen sind so getrennt vom Spiel. Es ist alles so ein bisschen voneinander abgetrennt und es gibt, abgesehen von der Narrative, keine wirkliche Progression in dem Sinne. Wie gesagt, das soll jetzt gar kein Kritikpunkt an dem Spiel sein, weil das liegt vielleicht gar nicht im Rahmen der Möglichkeiten dieses Studios jetzt speziell. Ich sage nur, so könnte man das, glaube ich, viel cooler und viel besser gestalten, so ein Spiel. Naja, Ende gut, alles gut. Ende, ich würde eher sagen Ende ziemlich kacke, aber mit einem Funken von Hoffnung, einer hoffnungsvollen Botschaft. Alles voller hoffnungsvoller Botschaften oder so. Naja, dann haben wir das Spiel jetzt durchgespielt und dann machen wir Schluss mit dem Stream für heute. Und Schluss, würde ich sagen. Das ist ein schönes Ende. Ich glaube, ich breche jetzt die Entwicklung von meinem Landsquid Birdrider-Plattformer ab und mache ein viel zu komplexes Tauchspiel, das ich nie im Leben gestemmt kriege, das dann wahrscheinlich ungefähr in 60 bis 80 Jahren fertig ist. Also so, wenn ich meine aktuelle Progression, was das angeht, momentan berücksichtige. So mache ich das. Na dann, Leute, gute Nacht, schlaft gut. Und träumt von Unterwasserexpeditionen und benutzt nur recycelbares Plastik und haltet die Meere sauber und sowieso alle anderen Bereiche der Umwelt und Biotope und Biosphären schützen ist cool. Macht das. Haben wir heute gelernt. Fotorealistisch bitte und 3D begehbar. Ja, natürlich. Ich
dadurch, dass das Spiel wahrscheinlich sowieso erst in rund 80 Jahren erscheint, fange ich gleich an, das für Holodecks zu entwickeln. Würde ich sagen. Das ist wahrscheinlich das Sinnvollste. So, gute Nacht. Ciao.